Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine Karte zu einem traurigen Thema zeigen. Leider braucht man auch Beileidskarten und ich finde, es ist immer sehr schwierig, da eine passende Karte zu gestalten. Ich finde es sehr schön, wenn die Karten schlicht sind und edel. Und diese Karte hat eine kleine Besonderheit, und zwar könnt ihr die auch individuell gestalten. Wenn ihr jetzt dem Verstorbenen oder der Verstorbenen nahe gestanden habt, könntet ihr hier vorne ist ein Pergamentpapier drauf, das ist bestempelt, und das könntet ihr ganz individuell gestalten. Als kleines Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel für jemanden eine Karte macht, der zum Beispiel Schiffsbauer war, und ihr macht hier vorne ein paar kleine Schiffchen drauf oder sowas. Also das ist alles nur ein Beispiel. Oder wenn ihr wisst, dass die verstorbene Person eine ganz bestimmte Blume gerne hatte oder so, könntet ihr das hier unterbringen und die Karte dann ganz individuell anpassen und gestalten. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und wir machen auch noch verschiedene Farben. Dann habt ihr auch noch eine Abwandlung. Das ist natürlich auch eine ganz schlichte und edle Variante, wie ich finde, mit den Zweigen. Passt hier, glaube ich, auch allgemein sehr gut und ist sehr elegant und hat eben diese schöne Besonderheit, dass dieses Pergamentpapier ganz schlicht und trotzdem sehr, sehr edel ist. Und so sieht die Karte aus und wir machen die jetzt zusammen, wie gesagt, in verschiedenen Farbvarianten. Ich fange heute ein bisschen ungewöhnlich mal mit Stempeln an und sage euch danach erst alle Maße, weil wir brauchen ein kleines bisschen Zeit, dass dieses Element hier vorne trocknen kann. Deswegen nehme ich mir zuerst mein Pergamentpapier. Wie gesagt, die Maße kommen gleich. Und weil ich die Karte heute in zwei anderen Farben mache, mache ich das auch doppelt und fange jetzt mit Stempeln an, dass wir ein bisschen Trockenzeit haben. Und zwar mache ich das Ganze einmal in Anthrazitgrau und einmal in Brombeermoos. Das sind die beiden Bestellnummern, falls ihr die braucht. Ich bin gespannt, wie das dann in anderen Farben rauskommt. Und es ist auch komisch für mich, das Video so zu beginnen. Ich nehme jetzt wieder den gleichen Zweig raus. Und zwar ist das aus diesem Stempelset, das ihr momentan gerade gratis in der Celebration euch aussuchen dürft. Bei 120 Euro Bestellwert bekommt ihr das gratis. Und das setze ich mir jetzt einfach auf den Stempelblock und stempel mir das. Und zwar im oberen und unteren Bereich der Karte. Also genauso wie hier. Hier habe ich auch mit Anthrazit gestempelt. Da ist die Grundkarte in Schiefergrau, also ein bisschen heller. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, obwohl ich so einen bestempelten Untergrund habe. Ich gehe mir jetzt über mein oberstes Drittel. Das ist ziemlich blöd für euch, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich ein ordentlicheres Papier habe. Genau, also ich fange jetzt im oberen Bereich an. Und guck einfach, wie mir das hier schön, wie ich schön die Zweige so ein bisschen ineinander gehen lassen kann. Und hier unten kommt auch noch eins hin. Und dann möchte ich noch ganz unten aufs Papier einen Zweig so quer rüber haben. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ich hoffe, ihr könnt es auch gut erkennen mit dem Papier. Ich lege es mal zur Seite, dass es ein bisschen trocknen kann. Und mache das Gleiche noch mit einer dunkleren Farbe, mit Brombeermousse. Vielleicht seht ihr es dann auch noch ein bisschen besser. Ich werde mir meinen Stempel noch kurz reinigen. Und mache das Ganze hier einfach nochmal mit der dunklen Farbe. Ah, das sieht auch sehr schön aus. Ich glaube, das wird auch eine richtig coole Karte dann. Nur eben ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht gleich reintapst, weil es braucht ein bisschen Trockenzeit. So, das ist der obere Bereich. Ich finde, in Lila sieht es noch richtig cool aus. Auch. Und dann mache ich mir jetzt den Zweig mal von der anderen Seite. Einfach noch so als Beispiel. Jetzt lege ich das auf die Seite, dass es auch ein bisschen trocknen kann. Und erkläre euch mal von Grund auf die Maße für die Karte. Und zwar, ich habe sie aufgeschrieben, also ihr könnt hier gerne Pause drücken, dann habt ihr alle Maße auf einen Blick. Ich habe eine Grundkarte. In meinem Beispiel hier ist es Schiefergrau, also ein helles Grau. Wir machen jetzt nochmal eine in dunklem Grau, das ist Anthrazitgrau. Und diese Karte hat das Maß 21 x 21 cm und ich habe es in der Mitte gefalzt bei 10,5 cm.
Und ich mache das Ganze nochmal in Brombeermus, auch in dem gleichen Maß. Und dann habe ich zweimal Grundweiß mit 20,5 x 10 cm. Das ist einmal für innen rein und einmal für vorne drauf. Und dann habe ich noch einen Pergamentstreifen, das ist der, den wir eben bestempelt haben. Der hat das Maß 20 x 5 cm. Und ich habe dann den Anthrazit noch einen Streifen mit 1,7 x 10,5. Ich habe in Brombeermus auch so einen Streifen geschnitten, der ist ein bisschen breiter. Ich glaube, dass der so gute 2 cm hat, 2,5 sogar. Also da nehme ich immer gerne Reststreifen. Die hat man ja eh immer viele und die benutze ich dann immer gern, wenn ich solche Hintergründe für die Karte benutze. Genau. Also das sind alle Maße und ihr braucht noch ein bisschen weißes Papier. Und dann zeige ich euch noch ganz kurz die Bestellnummern, dann haben wir das auch. Hier sind die Papierbestellnummern, also je nachdem, welche Farben ihr machen wollt. Ihr hättet hier Anthrazit, Schiefer oder Brombeermoos und hier ist das grundweiße Papier. Ihr könnt es natürlich auch in jeder anderen Farbe gestalten, aber wenn ihr das genauso machen wollt, wisst ihr jetzt auf jeden Fall ganz genau, welche Farben ich benutzt habe. Und jetzt machen wir noch ein bisschen weiter mit Stempeln, denn ich brauche ja noch zwei Schilder. Meine herzlichen Beileidschilder, die können wir auch gleich stempeln. Und da nehme ich jetzt das Stempelset Hexagone von Herzen. Das hat so einen schönen herzliches Beileidspruch, finde ich. Ihr könntet auch zum Beispiel diesen Stempel in den Hintergrund stempeln. Ganz was ihr so habt. Genau, das mache ich jetzt einfach zweimal da drauf. Wo habe ich den? Habe ich schon hergerichtet. Wieder einmal in Anthrazit. Und einmal im Brombeermus. Ich finde, die Schrift ist total schön. Und was ich noch gleich stempel, ist nämlich innen rein in eine von diesen beiden großen Karten. Jeweils möchte ich die Innenseite auch noch ein kleines bisschen mit dem Zweig bestempeln. Da hatte ich jetzt vorher Brombeermus, das nehme ich jetzt wieder. Oh. Hat noch geklappt. Da war jetzt das Stempelkissen im Weg. Okay, und dann noch mein Anthrazitgrau. So. Okay, und jetzt mache ich so, dass ich mir schon mal die Innenkarte, also die Karte, wo ich mir ein bisschen bestempelt habe, in meine Karte reinklebe. Das mache ich mit Flüssigkleber, da kann man noch ein bisschen ruckeln, dass man schöne Ränder hat. Einmal innen rein und einmal eben außen drauf kommt auch noch mal ein weißes Papier, das andere, das wir noch haben. Und jetzt liegt schon wesentlich weniger hier rum an Papieren. Bei der grauen Karte habe ich es auch schon so gemacht. Also die sind jetzt beide vorne und innen beklebt. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus, weil die Karten zu groß sind. Und jetzt stanze ich mir als erstes noch meine beiden Etiketten für vorne aus. Das mache ich eben auch mit dieser passenden Stanze. Da blende ich euch den Namen ein. Und ich glaube, jetzt sind unsere beiden gestempelten Pergamentpapiere schon fast trocken. Also ein bisschen brauchen die noch. Das sieht man eigentlich ganz gut, wenn man sie anschaut. Man kann auch vorsichtig einmal drauf langen. Das traue ich mich jetzt bei dem Lilanen noch nicht. Da warte ich jetzt noch ein bisschen. Aber bei dem Grauen, glaube ich, ist es schon soweit. Jedenfalls klebe ich das jetzt trotzdem schon mal an und ich passe eben auf, dass ich nirgendwo reinkomme, dass ich nichts vertapse. Also das Pergamentpapier kommt ganz in den Hintergrund. Darüber kommt dann der Streifen und darüber kommt dann das Etikett. Und deswegen habe ich das alles so ein bisschen, also durch das, dass ich ja auf dem Pergamentpapier wenig Kleber haben möchte, beziehungsweise möchte ich nicht, dass man den Kleber durchsieht, habe ich so gemacht, dass ich den Streifen als allererstes auf das Pergament klebe. Und jetzt lege ich mir das hier schon mal richtig schön auf die Karte. Das heißt, ich gucke, dass hier rechts und links die Ränder gleich sind und auch oben und unten. Und dann klebe ich mir das hier einmal an, diesen Streifen. Auch möglichst gucken, dass der gerade ist. Und der ist bei mir so ein bisschen im unteren Bereich, weil da kommt ja dann nachher noch das Etikett drüber. Also so, finde ich, passt es jetzt ganz gut. Hier habe ich es gemacht, dass das Etikett ganz flach draufgelegt ist, draufgeklebt ist. Und bei diesem mache ich es jetzt einfach mal ein bisschen mit
Abstand. Gucken wir mal, wie das dann ausschaut. Bestimmt auch ganz schick. Ihr könnt natürlich, wenn euch das insgesamt zu schlicht ist, auch noch Zweige oder so in den Hintergrund machen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich gerade dieses total Schlichte so schön finde an der Karte. Und jetzt, seht ihr das, klappt es so ein bisschen nach vorne. Und da habe ich es jetzt so gemacht, durch das, dass wir hier Stempel drauf haben, habe ich mir mit Flüssigkleber, also jetzt wirklich versuchen, dass nur wenig Kleber rauskommt, nur ganz, ganz kleine Punkte genau hinter die Blüten gemacht. Und zwar so, dass es trotzdem so aussieht, wie wenn das vielleicht so eine leichte Schattierung wäre. Also nur ganz wenig und versuchen, nur hinter die Blüten zu treffen. Und wirklich nur so ein ganz paar kleine Pünktchen, die dann vorsichtig andrücken. Und so mache ich es unten auch. Deswegen ist es super, dass es unten auch bestempelt ist. Kann ich mir noch ein kleines bisschen Kleber wirklich nur ganz minimal auf diese Blütchen aufbringen, dass dieses große Element nicht so wegklappt. So, mache ich auch drei Pünktchen hin. Der Kleber trocknet dann durchsichtig durch, also den sieht man danach dann nicht mehr. Und so ist die Karte schon fertig eigentlich. Also ich finde die total schick und elegant. Ich habe hier noch einfach ein paar Glitzersteine noch drauf gemacht. Die habe ich jetzt hier unten aufs Etikett gemacht und hier bin ich am Überlegen, ob ich die nicht hier oben hin machen soll. Also die könnte man jetzt hier auch so ein bisschen verteilen. Ups, wo ist er hingehüpft? Also mir jetzt ein bisschen anders verteilt und die Karte finde ich echt. Also ich finde, dass die durch ihre Schlichtheit eben wirklich so zauberhaft ist. Und ihr seht jetzt hier den Unterschied. Die Grundkarte ist eben dunkel. Dunkler auf diesem, als auf der zweiten Karte. Das sieht man jetzt, glaube ich, in der Kamera gar nicht so gut wie in echt. Und das Ganze mache ich jetzt eben mit meiner dritten Variante auch noch. Dann habt ihr eben noch den Vergleich, wie das Ganze dann in Farbe ausschaut. Dann haben wir dreimal verschiedene Glitzersteine und drei verschiedene Karten. Also ihr seht, so sieht die ganze Karte innen aus. Also wir hatten auch viel Platz zum Schreiben, auch wenn einem dann natürlich oft die Worte fehlen. Aber hier hättet ihr die Möglichkeit, auch viel Text unterzubringen oder einen schönen Spruch oder so. Und dann habt ihr jetzt hier drei wunderschöne edle Karten in ganz unterschiedlichem Design. Und ich muss sagen, also die Brombeermus-Karte gefällt mir auch ganz besonders gut. Die sieht auch richtig schön aus in dieser Farbe. Aber natürlich sind auch die grauen Karten sehr schön. Also sehr schlichte, elegante, einfache Karte. Aber wie ich finde, zum Thema Trauerkarte total schön. Ja, und weil jetzt die Karte so ein bisschen ein ungewöhnliches Maß hat, habe ich gedacht, nehme ich euch auch noch kurz mit, wenn ich einen Umschlag dafür gestalte. Weil gerade für Karten, die einen anderen Umschlag haben wie diese normale Standardgröße, mache ich die Kuverts oder die Umschläge fast immer selber. Und da wollte ich euch zeigen, wie das mit so einem Envelope Punchboard ganz gut funktioniert. Also das ist, habe ich schon ewig und ich finde tatsächlich, dass sich die Anschaffung lohnt, weil ich das immer wieder rausziehe und da eben ganz individuelle Kartenumschläge gestalten kann. Ich verlinke euch das auch mal, wenn ich es finde, unten in der Infobox. Das gibt es, glaube ich, in mehreren Läden. Genau, also ich brauche zuerst, um das Board zu verwenden, ein Maß von meiner Karte. Und da gibt es eigentlich auch eine Zentimeteranleitung dazu. Aber ich habe die irgendwie verschusselt, die liegt irgendwo gut versteckt und habe jetzt hier eben nur die Inch-Angaben. Und deswegen brauche ich zuerst mal die Kartengröße und dann kann ich schauen, wie ich das Ganze falze. Und dazu lege ich mir einfach meine Karte mal an meinen Papierschneider, weil der hat ja eben auch die Inch-Angaben drauf. Und dann gucke ich so grob, wie ungefähr meine Karte von der Größe ist. Also die hat ja jetzt 21 cm, dann heißt, ich muss ein bisschen größer gehen, ich gehe auf 8,5 Inch. Das wäre dann ungefähr 21,6 cm. Also ich merke mir jetzt 8,5 und dann messe ich mir noch die Breite aus. Das ist ja ungefähr 4 1/4 Inch und ich mache auch ein bisschen größer und gehe jetzt hier eigentlich auf 4 1/4. Das würde reichen, aber das habe ich nicht auf meinem Board. Also ich müsste auf 4,5 gehen. Das heißt, ich brauche 8,5 mal 4,5 Inch. Das wäre meine Kartengröße. Das wäre jetzt dieser Bereich und dann steht nebendran die Größe von unserem Papier, die wir dafür brauchen. Also 10,5 mal 10,5 Inch. Dann nehme ich mir ein großes Papier. Die 12 mal 12 Inch Papiere sind da immer super. Und schneide mir das jetzt zu auf 10,5 Inch.
Und nochmal auf 10,5 Inch. Ich sage euch gleich, was das in Zentimeter wäre. Das sind 26,7 cm. Und dann kann ich mir das Ganze mit diesem Board falzen. Da ist auch so ein Falzteil dabei, aber das ist bei mir schon gar nicht mehr so richtig. Das ist schon so komisch. Ich nehme lieber meins. Aber es wäre zur Not eins dabei. Und dann habt ihr noch eine dritte Angabe auf diesem Board, wo man losstarten muss. Und zwar bei 3 3/4, hier hinten Inch auch wieder. Das steht dann auch hier oben ganz schön dran. Hier unten sind auch die Zentimeterangaben. Also wenn ihr zu dem Board diese Zentimetereinheit habt, könnt ihr das natürlich auch in Zentimeter ablesen. Genau, also 3 3/4 starte ich jetzt und lege mir mein Papier hier genau dahin. Jetzt nehme ich euch noch ein bisschen näher ran. Und das Erste, was ich mache, ist punchen, also drücken. Also stanze ich mir jetzt hier eine Öffnung rein von dem Kuvert, so eine Kuhle ist es. Und dann fahre ich hier eine Falzlinie nach. So, das ist diese Linie, die ist hier eingedrückt in dieses Board, Entschuldigung. Und die falze ich mir auf meinem Papier nach, aber das ist jetzt hier fast ein bisschen zu kurz. Das macht jetzt aber nichts, ich zeige euch gleich einen Trick, was man da machen kann. Doch ein bisschen weiter rausgehen. Aber das ist jetzt so diese Linie. Und das ist diese Kuhle, die da reingestanzt worden ist. Und jetzt drehe ich mir das so, dass diese Linie hier bis zu dieser Nase verläuft. Und weil der Strich ja nicht ganz bis dahin geht, also bei den meisten Kuverten, die ich mache, geht es, dass das bis dahin geht, aber bei diesem ist es nicht so. Deswegen verlängere ich mir jetzt meine Falzlinie hier mit meinem Lineal. Leg mir das also schön da an und verlängere mir das jetzt hier bis zu dieser Nase. Dann drücke ich nochmal und fahre mir nochmal vorsichtig diese Linie nach. Und ihr seht jetzt hier, komme ich auch genau da raus. Da passt es jetzt. Diese Linie, die nächste, wird jetzt wieder an die Nase angelegt. Hier passt doch super, weil eben die Linie bis dahin geht. Da sieht man das genau. Ich punche wieder und mache mir die Linie wieder so weit, wie es geht. Da passe ich am Schluss immer ein bisschen auf mit dem Druck, dass man da nicht so abrutscht, wenn man an diese Endkante hier unten hinkommt. Und dann verlängere ich mir mit dem Lineal nochmal meine Falzlinie, dass die Nase wieder passt. Punche nochmal und mache mir nochmal eine Falzlinie. Und dann sieht das Ganze so aus, also dann habt ihr hier so ein Viereck und ich glaube, so sieht man es schon einigermaßen. Und diese Ecken, die können wir uns jetzt auch gleich mit dem Board hier auf der Rückseite einfach abrunden. Das ist auch ganz praktisch, das kann man auch immer verwenden, wenn man einen Eckenabrunder braucht, kann man auch das Board zur Hilfe nehmen. Und obwohl die Falzlinien nicht ganz bis zum Ende durchgehen, klappt es eigentlich ganz gut mit dem Nachfalzen. Also ich kann mir das einfach hier noch schön glatt ziehen und habe dann trotzdem eine gute gerade Linie. Das gucken wir hier noch. Und auch noch die Seiten einfalzen. Und jetzt muss ich hier so einen kleinen Kniff anwenden, so einen kleinen Trick. Denn wenn ich das jetzt zumache, dann geht mir diese Nase so ein bisschen über diese Falzlinie. Und dann wenn ich das zusammenklappe, dann wird da so eine Falz entstehen, die schaut dann komisch aus. Deswegen schneide ich mir das jetzt noch ein bisschen gemogelt und versuche es schön rund zu machen nach. Also ich kürze mir das nochmal ein gutes Stück ein. Das muss man eigentlich fast nie machen. Ich habe es jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ich ein Kuvert mache, das hier nicht ganz von der Rundung abschließt. Also das normalerweise hat es bis jetzt immer gut funktioniert, dass man das nicht nachschneiden muss. Jetzt habe ich geredet, jetzt ist die Rundung ganz komisch geworden. Ich hoffe, ich kann das noch verbessern. Ich glaube, das liegt daran, dass ich mit der Nase nicht ganz vorgekommen bin. Also dass die deswegen nicht so schön anliegt. Aber normalerweise hat man da auch eine richtig schöne Rundung, so wie hier, und kann das dann als Kuvert super gut gestalten. Aber ich finde, mit diesem Trick, dass man das nachschneidet, geht es genauso gut. Und jetzt habe ich mir hier auf meine beiden Seitenlaschen schon mal das Abreißklebeband draufgeklebt und nehme jetzt hier nur noch die Schutzfolie ab, damit ich das Kuvert auch zusammenkleben kann.
einfach einmal hochklappen. Und dann finde ich es persönlich immer noch sehr, sehr schön, wenn man das Kuvert noch ein bisschen bestempelt und gestaltet. Das werde ich jetzt natürlich bei dem Kuvert auch machen. Und wir testen jetzt einfach mal, ob die Karte reinpasst. Und die passt wirklich super. Also das Kuvert ist ein bisschen größer als die Karte, aber das ist trotzdem, finde ich, noch sehr schön, wenn das Kuvert einfach zur Karte passt. Wenn wir die jetzt auch noch ein bisschen bestempeln, dann hat man einfach wirklich ein schönes, edles, schöne edle Karte zum Überreichen. Und ich schnappe mir jetzt einfach nochmal meinen Stempel und stempel den hier draußen auch nochmal in den gleichen Farben, wie ich die Karten gemacht habe. Genau, also ich habe jetzt einfach nur vorne einen Zweig und auf die Lasche einen kleinen Zweig drauf gemacht. Ihr könnt natürlich auch noch einen Spruch drauf machen oder irgendwas anderes, das könnt ihr ganz frei gestalten. Und jetzt möchte ich euch noch zwei Verschlusstechniken zeigen. Einmal würde ich mit Magneten arbeiten. Da mache ich es einfach so, dass ich mir auf meine Magnete hinten den Klebepunkt setze. Und zwar habe ich jetzt zwei zusammen. Ich mache jetzt auf die eine Seite einen Klebepunkt und auf die andere. Ich zeige euch das gleich mal. Ich muss die nur ein kleines bisschen zusammenrollen, weil meine Klebepunkte ein bisschen größer sind als meine Magnete. Und ich nicht unbedingt möchte, dass die an der Seite rausschauen, die Kleber. Also ich habe jetzt hier rechts und links sozusagen meine Klebepunkte drauf gemacht. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Ich könnte es euch vorstellen. Und klebe jetzt einfach auf meinen Verschluss hier oben drauf dieses Türmchen mit beiden. Und dann klappe ich es einmal zu, drücke das gut an, mache mir die Oberseite auf und habe jetzt eben den Kleber schon an beiden Stellen und somit klebt es schon mal. Und das ist jetzt mein Verschluss mit den Magneten. Machen wir gleich mal die passende Karte hier rein. Also das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich mir den Klebepunkt hier unten schon mal hinmache, wo der nachher ungefähr hinkommt. Also dass der auch möglichst als Punkt erhalten bleibt. Und jetzt tupfe ich da ein bisschen mit so einem Embossing-Buddy drauf. Nur ganz wenig, dann hat er nämlich nicht mehr ganz so starke Klebekraft, sondern nur noch ein bisschen. Und dann bleibt er verschlossen und geht aber auch ganz gut auf. Also dass man so ein bisschen die Klebekraft von dem Klebepunkt wegnimmt und dass man trotzdem somit einen Verschluss hat. Jetzt packe ich auch hier mal eine Karte rein und mache die einmal zu. Und habe jetzt da eben noch die zweite Möglichkeit, dass ich das auch verschließe ohne Magnet und dass man den eigentlich dann ganz gut auch wieder aufmachen kann. So, also das wären jetzt meine drei Kartenumschläge. Und was ihr auch noch machen könnt wahrscheinlich ist, dass ihr das innen rein macht. Diesen Umschlag habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, probiere ich jetzt mal bei der dritten Karte. Aber da verknuddelt das so, also es geht, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn man das schon verschließt. Also es würde auch so verschlossen gehen, aber ich finde, es schaut dann nicht so schön aus. Und es verknuddelt natürlich das Kuvert ein bisschen. Deswegen habe ich auch hier so einen Klebepunkt nochmal hingemacht und kann dann so die Karte verschließen oder das Kuvert verschließen. Also so habt ihr eben die Möglichkeit, nochmal drei schöne Kuverte passend zu eurer Karte zu gestalten. Hier noch für die dritte Karte. Und ja, das wollte ich euch einfach noch kurz im Anschluss zeigen und ja, wünsche euch jetzt gutes Gelingen beim Nachbauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und ich blende euch auch noch zwei Videos ein, die euch vielleicht auch interessieren können zum gleichen Thema. Da könnt ihr gerne weiterschauen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss!